Grüße euch, Paraguay Live und herzliche Grüße diesmal aus dem bewölkten Paraguay. Das heutige Thema folgt sofort. Bleibt dran. So, das heutige Thema, viele von euch haben es ja auch gefragt, direkt nach Hausbau, aber noch besser nach Bauträgerobjekten. Also, worum es sich handelt, in diesem Fall geht es um ein Haus von knappen 110 Quadratmeter, also 9 Meter auf 12 Meter, Neubau inklusive Grundstück. Falls euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. Okay, ciao. So, hier könnt ihr im Prinzip die Grundstücke sehen. So, wir gehen einfach ein Stück rüber. Und so, da seht ihr unser Bungalow-Modell. Also das bieten wir auch als Haus von 9 Meter mal 12 Meter, also knappe 110 Quadratmeter mit Dreisbereich und ein Bad. So, hier vorne seht ihr einen Wasseranschluss, also Tiefbrunnen von 100 Meter. Dahinter ist das Haus, da sieht man noch den Sand, der da herausgespült worden ist, also Kalksandstein, und dahinter also die schöne Aussicht. So, einfach etwas näher geholt, also hier im Vorderbereich haben wir noch das kleine Wäldchen. Sicht des Hauses sehen, hier das Wäldchen. Das ist im Prinzip ein wunderbares Bungalow. Wie gesagt, wir haben zwei Modelle davon als Standardhäuser, einmal 8x12 und einmal 9x12 Meter. Das ist jetzt der Rohbauzustand. So, das sind die Dachfahnen. Also wirklich sehr gute Qualität aus Tobati, also ökologische Dachziegel. Und wirklich das Walmdach Bungalow, das sieht also in meinen Augen so wirklich top aus. Ihr könnt also auch die Wände sehen, also Sichtmauerwerk, da kommen die großen Fenster. Dann nochmal die Tür, die im Prinzip hier so als Hilfstür, Nebentür gelten wird, und da das an. So, nochmal möchte ich gerne auf das Sichtmauerwerk hinweisen. Das wird noch gereinigt. Also ich kann das sicherlich kommentarlos lassen, so schön ist es. So, also falls euch das gefallen hat, natürlich Likes nach oben nicht vergessen, das Video teilen, das Standard-Bungalow oder auch andere Größen einfach anrufen. Die Telefonnummer gibt es unten, auch die Standard-E-Mail-Adresse gebe ich wie immer unten. Und sonstige Fragen könnt ihr gerne auch in den Kommentaren stellen. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Video, mach's gut.